verdächtige Kiste. Und was war da oben? Ja, okay. Loot. Eine rote Scholle. Scholle war das Höchste, oder? Es gab kleine Brocken, große, nee, kleine Scherben, große Scherben, Brocken und dann die Scholle wahrscheinlich. Und ich heile mal gegen. So, da ist ein Viech. Das ist schon mal gut. Zweihandmodus. Viech. Das nichts macht. Okay. Okay, die machen was. Komm mal her. Komm mal her. Oh. Waffe in Gefahr, Gerugon in Gefahr. Alles in Gefahr. Waffe zerbrochen. Ach du Kacke. Gut, das ist also deren Dover-Effekt. Ausrüstung, du. Wir hätten gerne Schlangenschwert plus 10. Wir hätten gerne die anderen Sachen deaktiviert. Du bist kaputt, oder? Haltbarkeit? Ne, du bist noch da. Okay. Können wir so rumlaufen? Doch, können wir. 112, passt. Flakon. So, einer von euch. Genau, komm hierher. Komm hierher. Steckt nicht in einem Kumpel fest. Komm. Hierher. Alter. Trink. Ja, ach, kannst du nicht. So. So, kaputt. Trink. Und hack. 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 Mann, ist das träge. Roter Brocken. Roter. Weißer Brocken. Sogar mehrere. Okay. Und ganz viel Loot. Noch mehr rote Brocken, die ich nicht benutzen werde. Eine Ritterseele. Sehr schön. Grüne Scherbe. Das heißt, das Ganze war hier echt nur für Loot, in Anführungszeichen. Okay, kann ich mitleben. Ding. Du siehst verdächtig aus. Ah ne, das ist bloß eine Pflanze, kein Riss in der Wand. Ja. Okay. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwo einen Ausgang gibt. Ich habe den starken Verdacht, das war's. Sieht sackgassenartig aus. Hier geht's wieder hoch. Also ich hätte gleich von vornherein rechts rumgehen können und das war's. Nö. Also entweder übersehe irgendwas Wichtiges oder da ist nichts. Das heißt, das Einzige, was wir unten hinter dem Lava-Dämon und hinter dem Feuer-Dämon und hinter dem Tausendfüßler-Dämon haben, ist dieses Isalis-Chaos-Wesen. Das ziemlich doof ist wegen den Löchern, die auf dem Boden aufgehen und dem Weggeschubse. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich eh erstmal unsere ganzen Sachen reparieren gehen. Dann die ganzen Seelen aufknacken. Und mit den Seelenpunkten dann ja, aufstufen, ne? Ja, macht Sinn. Also Rüstung aufstufen. Primär das Schild. Das heißt, ich teleportiere mich gleich raus mit... Was bist du da für eine komische Ecke? Ja. Also ich teleportiere mich gleich raus mit dem Heimkehrknochen und springe dann von dem Leuchtfeuer aus einfach weg zur Prinzessin wahrscheinlich. Oh, warte mal, ich wollte noch mit irgendjemandem sprechen.
Ach, dem Spitzhut in Neulondo. Ja, nee, da will ich jetzt nicht extra hinlaufen. Und ich glaube, ich bin jetzt dreimal im Kreis gelaufen. Das heißt, oh, warte mal. Trink. Das hier ist neu. Jo. Und noch einmal Loot abgreifen. Roter Brocken. Wow. Oh. Komm her. Zack. 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 Sehr gut. So, also auch hier nicht wirklich neues Gebiet, nichts irgendwie Neues zu erforschen. Außer komischer runder Kreis auf dem Boden. Guck mal da, das ist so schwarz. Schwarzer runder Kreis. Wenn man nah rangeht, ist er weg. Hm. Warte mal. Ah, boing. Nö, okay. Also kein neues Gebiet, kein neues gar nichts. Loot, noch ein Monster. Das war's. Also hier in das Loch müssen wir nicht nochmal runterspringen, denke ich. Ja, okay. Also, raus hier. Jo. Okay. Da. Leuchtfeuer. Teleportieren. Kammer der Prinzessin. Da hatte ich, glaube ich, hoffentlich ein 20er-Ding gemacht. Obwohl wir eh gerade schon 20 Ladungen haben. Das passt soweit. So, dann sagen wir ihm mal kurz guten Tag. Vielleicht hat sie irgendwas Neues, was ich irgendwie bezweifle. Weit seid ihr gereist? Ja, okay. Nix, nix. Nein. Ja, ja, ja. Raus. Also, Schmied war von hier aus zu erreichen. Sogar relativ gut. Problem. Oh, oh, warte mal. Ah, ja. Da hinten ist Loot. Warte mal. Was sie eigentlich sagen wollte, war, der Schmied ist gut von hier zu erreichen. Aber mit dem Schwert könnte es ein bisschen doof sein, die Gegner hier zu töten. Weil das ist echt ziemlich träge. So, was hast du denn Schönes? Ah, Goldi. So sieht man sich wieder. Das kam wahrscheinlich erst, nachdem wir ihn getötet haben. Gamaschen der Gunst, Stulpen der Gunst, umarmte Rüstung der Gunst und Helm der Gunst. Gucken wir mal. Hm, wiegt weniger. Sonst in allem schlechter. Ist aber auch nicht aufgestuft, aber selbst aufgestuft wird er nicht besser sein. Der Helm von Lautrec, dem Aufgenommenen. Symbol der Liebe der Göttin Fina. Die Göttin Fina steht also drauf, Feuerhüterin zu quälen, zu töten und, ja, okay. In seiner Einsamkeit schwor er allem ab, da er sich der Liebe der Göttin gewiss war. Ich denke nicht. So, jetzt aber Schmied. Da rum, da hinten runter. Wir haben, glaube ich, die großen Ritter im Weg und einen schießenden kleinen Ritter. Und das war's. Glaub schon. Die ganzen Weißkapuzenviecher. Keine neue Statue, keine neue Statue. Die ganzen Weißkapuzenviecher waren ja woanders. Wobei. Da war auch noch irgendwo ein Gebiet, wo ich mich umsehen wollte. Ganz am Anfang bei der gepanzerten Feuerhüterin. Weil da war noch so ein Leuchtetor gewesen. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Bevor wir das Herrschergefäß hatten, habe ich zwei von den Toren gefunden, die orange waren, die von Gwyn verschlossen waren. Eins war definitiv unten im Grabmal der Riesen. Wo auch Leroy war. Also kurz vor Leroy, glaube ich. Was ist hier eigentlich? Ah, da war es aber auch ein Fenster, okay. Also da, wo Leroy war. Und das andere hatten wir relativ kurz bevor wir das... Ah, ting, 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 ting. Kurz bevor wir das Herrschergefäß gefunden haben. Ich glaube, es war hier in Anor Londo. Aber das müssen wir dann gucken.
Erstmal die ganzen Seelen als Hotkey-Ding benutzen. Sonst dauert das viel zu lange. Da, Rittkrieger haben wir schon. Ritter haben wir. Die sind alle nur eins. Okay. Raus, raus, raus. So, ehrenwerter Ritter. Krieger. Krieger. Mal gucken, wie viel wir zusammenkriegen. Wir haben unterwegs ja auch noch zwei Funkeltitanite gefunden. Aber ich glaube, wir brauchten ein bisschen mehr inzwischen für das Schild. Wenn es nicht sogar schon fertig war, in Anführungszeichen. Oh, 40.000 haben wir gleich. 45.000. Geht hier doch einiges zusammen. Held. 10.000? Ja. Und bedeutender Held müsste dann dementsprechend noch mehr sein. Also vielleicht 15.000? 20.000. Sehr schön. 79.000. Wir hätten gerne Ausrüstung repariert. Und zwar alles. Alles, alles. Wow, es wird ja richtig teuer hier mit dem Schwarzeisenzeug. Wahrscheinlich, weil es auch schon aufgestuft ist. Aber na gut, hätten wir alles repariert. Wir würden gerne unsere Waffen verstärken. Auch wenn Waffe irreführend ist, denn wir meinen eigentlich nicht das Grashalmschild. Das da braucht 4 Funkeltitanit. Das ist okay. Wir würden gerne was kaufen. Und zwar ein Funkeltitanit. Jetzt würden wir es gerne aufstufen. Und jetzt ist es weg. Geht also momentan nicht mehr. Können wir dich vielleicht zu irgendwas umwandeln? Großschild Saturias, Smaugshammer, nee. So ein Schild mit einer Fürstenseele wäre bestimmt schön, aber anscheinend ist es nicht das Schild. Also wir müssten jetzt random Sachen hochbringen auf plus 10, um zu gucken, wo wir welche Seelen benutzen können. Das ist schade. Rüstung verstärken. Da brauchen wir 2, 4, bräuchten wir schon mal 6 mindestens. 6 Stück Rüstung verstärken. So, dich auf plus 5. Okay. Dich auf plus 4. Bräuchten wir jetzt nochmal 4. Also wir brauchen insgesamt noch 4, 8, 10, 12, 16 Funkeltitanit. Dann hätten wir das Set auf plus 5. Ich weiß nicht, ob es höher geht. Reden. You come, I forge. Shiny, shiny. Get shiny, Duke. Forge weapons. Make shiny more happy. Das war gerade ein Story-Hinweis. Also, wir kommen. Er schmiedet. Bling, bling. Krieg bling bling vom Duke. Der Duke ist nicht Gwyn. Der Duke ist... Titel, wer hat einen Titel? Der Schuppenlose hat einen Titel, oder? Ich glaube, da hatte ich was gehört. Wo ist der Schuppenlose? Also unten bei diesem Isalis-Wesen wird auch die Hexe sein. Und da kriegen wir die Seele fürs Herrschergefäß. Wir haben aber momentan noch keine Richtung, wo der Schuppenlose sein könnte. Der in irgendeinem Laboratorium hocken soll. Das heißt, wenn da hinten am Anfang von Anor Londo wirklich noch so ein Tor war, könnte da das Gebiet vom Schuppenlosen sein. Also ein richtiges Gebiet. Weil ich habe keine Lust, jetzt 10-mal gegen das Chaoswesen da zu laufen. Ich würde lieber neue Gebiete erforschen, um stärker zu werden, um später die Bosse anzugehen. Also ja, da gucken wir definitiv gleich nach. Das heißt, wir haben kaum noch Seelen, wir lassen dich in Ruhe. Wir orientieren mal unser Inventar neu. Mit Heimkehrknochen und... Das war's.
Und dekadenterweise porten wir uns hier zurück. Mist. Porten wir uns jetzt zurück. Rasten hier an dem Leuchtfeuer. Und dann werden wir gleich von hier aus teleportieren. Und zwar nicht zum Gemach der Prinzessin, sondern direkt nach Anor Londo. Und zwar das da. Dann müssten wir rauskommen, wo die Feuerhüterin ist. Also bis gleich.